Strahlend sitzt Gwyneth Paltrow auf dem Sofa der Good Morning America Show in New York. Während sie frisiert wird und mit Talkmasterin Robin Roberts im Gespräch vertieft ist, wirkt die Schauspielerin gut gelaunt. Und auch in Sachen Outfit zeigt sich die 42-Jährige offenherzig und lässt in ihrem teilweise transparenten Cutout-Kleid tief blicken. Doch sobald sie das Studio verlässt, zeigt sich Gwyneth gar nicht mehr so freundlich. Ein kurzes Winken und schon verschwindet sie im bereitstehenden Auto. Ihre Fans sind darüber alles andere als begeistert. Hey, we stop for your fans! That's real nice! Thank you for stopping for your fans! Four hours, Gwyneth! Ganze 4 Stunden lässt der Hollywood-Star seine Fans in der Kälte warten, um sie dann mit einem milden Lächeln abzuspeisen. Das ist aber gar nicht nett, Gwyneth. Im Gegensatz zu ihr nehmen sich andere Gäste der Talkshow nach der Sendung noch viel Zeit für die wartenden Fans. So geben beispielsweise Katie Holmes und Reese Witherspoon gut gelaunt Autogramme und machen Fotos. Bereits im Netz sorgte die Ex von Chris Martin schon des Öfteren für Aufregung. Vor allem mit ihrem Diät- und Gesundheitswahn stößt sie gerne mal auf Unverständnis. Und auch dieses Mal lässt die Schauspielerin ihre Fangemeinde enttäuscht zurück. Auch wenn Gwyneth im Showgeschäft eigentlich schon ein alter Hase ist. Den Umgang mit ihren Fans muss sie wohl doch noch mal üben.